1000 Eis, gratis für den Harz. Kindertagesstätten im Harzkreis, aufgepasst. RFH verlost gemeinsam mit Bofrost 5x200 Eisportionen für die Kinder. Also mitmachen und gewinnen. Wir rufen alle Kitas im Harzkreis, die Kids, Eltern und Erzieherinnen auf, macht mit. Zeigt uns vielleicht sogar auf originelle Weise mit Bildern, Fotos, Videos und anderen Ideen, warum wir mit Bofrost euch mit jeweils 200 Eisportionen überraschen sollen. Bewerbt euch so per Mail an redaktion@rfh-tv.de mit Name und Adresse und eurer Einrichtung für diese leckere Eisüberraschung. Vielleicht kommt der Bofrostmann dann bald zu euch. In ganz Europa und natürlich auch im Harz liefert Bofrost seine Qualitätsprodukte in mehr als 4 Millionen Haushalte. Fast 3000 Verkaufsfahrzeuge bringen die Ware täglich bis in die Tiefkühlgeräte der Kunden. Also Bofrost an sich in Deutschland gibt es seit 1966. Wir sind, was auch viele nicht wissen, ein Familienunternehmen. In Alsleben, die Niederlassung, gibt es seit 1990. Wir haben dort jetzt 35 Mitarbeiter und beliefern die Region bis nach Quedlinburg, Halberstadt, Sangerhausen runter und bis rechts nach Köthen. Welches Konzept steckt denn hinter dem Unternehmen Bofrost? Ja, das Konzept ist natürlich, beste Produkte nach Hause zu bringen, tiefgekühlt und da natürlich mit der Kältegarantie, dass auch unterwegs nichts antaut. Ne? Ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Farbstoffe, gesundes Essen halt. In Quedlinburg und Umgebung ist Steffen Kipp täglich unterwegs. Er startet jeden Tag von der Niederlassung in Alsleben aus zu den Kunden hierher. Es ist immer wieder fantastisch, mit Kunden zu arbeiten und macht einfach Spaß. Steffen Kipp ist schon 20 Jahre der Bofrostmann in der Region und kennt seine Kunden. Von der Sache her könnte man ein riesengroßes Buch schreiben. In den 20 Jahren hat man auch schon eine gewisse Beziehung aufgebaut zwischen den Kunden. Also auch vertrauliche Sachen erzählt man da schon mal. Also das ist schon, manchmal gehört man schon zur Familie dazu. In seinem Fahrzeug hat er bis zu 400 Spezialitäten. Produkte, die mit hoher Sorgfalt ausgewählt werden. Wer füllt denn eigentlich den Katalog? Wer sucht denn die Produkte aus? Wir haben eine Marketingabteilung in der Zentrale bei uns in Strahlen und dann kommen Hinweise von Kunden. Wir haben mit Kunden auch schon ein Kochbuch zusammengestaltet, da kamen dann Kundenideen dazu. Ansonsten gucken wir europaweit, weltweit, was sind Ideen in verschiedenen Ländern, Urlaubsländer von Deutschen zum Beispiel, Spanien, Italien, nehmen das auf, was wird dort gegessen und bringen das natürlich auch in unseren Katalog. Und dazu kommen in 2 Monaten bringen wir auch ein Regionalprogramm Ost. Da kommt dann Soljanka, da kommt dann so typische Ostprodukte rein, Letscho etc. Also, dass wir auch Sachen verkaufen können, die bei uns gut ankommen und gesucht werden. Grüne Klöße, freue ich mich schon drauf. Im Sommer steht natürlich Eis ganz oben auf der Wunschliste der Kunden. Auch das ist von besonderer Qualität. Wir werden natürlich über Eis definiert. Wir haben Eis, wo noch richtig Milch drin ist und die Kinder, die freuen sich, wenn Bofrost kommt, weil dann kommt der Onkel mit dem Eis und aus dem Grunde haben wir auch diesen Wettbewerb jetzt gestartet, in dem wir 1000 Eis verlosen. Und weil der Sommer uns sicher noch so manchen heißen Tag bescheren wird, verlosen wir 1000 Eis an die Kitas des Landkreises. Also macht alle mit! Gemeinsam mit Gebietsverkaufsleiter Lars Brabant und Bofrostmann Steffen Kipp freuen wir uns auf eure Bewerbung. Wir freuen uns schon auf die strahlenden Augen der Kinder, wenn wir das Eis verteilen dürfen.